Hat dich dein Gegenüber überhaupt noch im Fokus? Ist da irgendwas? Ist gar nichts mehr? Ist da eine andere? Was ist los? Du bist vielleicht in einer Situation, wo du denkst, du hast das Gefühl, nee, da ist komplett abgeschlossen, da ist nichts mehr, denk nicht mehr an mich, da ist gar nichts mehr da. Und da schauen wir jetzt in die Energie. Wir greifen die Energie vom Jetzt. Was ist da vor ihm los? Oder bei ihr? In deine Richtung. Ist es genauso, wie du es vielleicht denkst oder fühlst, oder ist es ganz anders? Was beschäftigt ihn in deine Richtung? Beschäftigst du ihn überhaupt noch? Ein ganz, ganz, ganz liebes Hallo an euch alle. Fühlt euch alle lieb und fest von mir umarmt. Ich sende euch so viel Licht und Liebe, ganz viel positive Energie, glückliche Momente, glückliche Gefühle. Ich wünsche es euch von ganzem und tiefstem Herzen. Wir greifen jetzt die Energie, schauen nach. Ihr wisst ganz genau, und das finde ich immer so wunderschön, dass ihr es auch sagt, okay, ich nehme jetzt hier das raus, was für mich jetzt gut ist, stimmig ist, vielleicht ist auch gar nichts dabei, weil es ja hier fürs Kollektiv ist, die Legung. Und ihr nehmt es so für eure Situation. Und das finde ich wundervoll, weil ihr wundervoll seid. So, jetzt schauen wir mal nach. Und eine Verlosung könnten wir mal wieder machen, oder? Wir könnten eine Verlosung machen. Moment. So, wir verlosen. Ich verlose ein Lenormand-Kartendeck Heart and Soul. Und schreibt einfach in den Kommentaren. Also ich mache das ja immer so in der Verlosung. Ihr kennt das ja mittlerweile, dass jeder, der jetzt in diesem Video oder zu diesem Video kommentiert, in den Lostopf mit reinkommt. Und dann wird der Gewinner, die Gewinnerin gezogen. Ja, und dann wirklich ein sehr, sehr schönes Kartendeck, vor allem weil es auch ein geschlossenes und ein offenes Buch mit hat, was ich jetzt auch sehr schön finde mit den Zusatzkarten. Ja, okay, das gibt's zur Verlosung. Und jetzt geht's aber wirklich los, ne? Jetzt geht's wirklich los. Okay, dann schauen wir doch mal. Wir schauen, was denn bei deinem Gegenüber in seinem Kopf vor sich geht. Und dann nehmen wir noch eine Tendenz. So. Gut, dann schauen wir doch mal, was denn da Sache ist. Okay, es betrifft dich. Also ja, wir haben ja die Energie gegriffen in deine Richtung. Was ist da los? Was beschäftigt ihn noch? Wir haben schon bei ihm diese Schwere, dieses, er verschließt die Augen, will da auch nicht wirklich vielleicht auch so hinschauen. Und hier ist aber jemand dabei, eine wunderbare Lösung zu finden. Er möchte in dieses Erwachen kommen, eine Erlösung finden, eine Entscheidung. Es geht um eine Entscheidung zu treffen. Sein oder ihr innerer Ruf, ihr wisst ja, die Personenkarten sind geschlechterneutral. Sein innerer Ruf ist schon in deine Richtung und der innere Ruf sagt ihm und hört auch nicht auf, was ihn beschäftigt, dass er raus aus diesem Zweifel kommt und vielleicht auch diese Ignoranz dir gegenüber, um auch eine wunderbare Lösung zu finden. Da möchte dein Gegenüber hin. Und hier ist jemand schon sehr stark dabei, die Schwierigkeiten, die er mit sich selbst, mit seiner Situation hat, zu überwinden. Hier geht es auch sehr stark um Kritik. Kritik, die er vielleicht von außen bekommt, Kritik, die er sich selbst gibt, Schuldzuweisung. Schuldzuweisung, und da wieder in die Balance auch zu kommen, verschließt gerade noch die Augen. Aber da ist es kurz davor, also in diesem Weg ist er oder sie bereits. Und das ist das, seine Intention, da wohin möchte, diese wunderbare Lösung zu finden, weil er nämlich schon was wieder aufleben lassen möchte. Und das ist die Liebe, dieses Miteinander mit dir. Also da schaut es schon aus, dass ihr diese Verbindung miteinander schon habt, bereits habt und dass ja auch die Liebe schon richtig im Spiel ist für euch, zwischen euch beiden. Ja, da möchte er dann gegenüber hin.
Und das ist auch das, was ihn jetzt gerade so in das Zweifeln bringt, in dieses, in diesen Rückzug vielleicht, die Zweifel, und diese Kritik auch, dieses, kann ich ihr wirklich alles geben? Weil im Grunde genommen, da möchte er hin. Weil er weiß, ihr habt so eine starke Verbindung miteinander und diese Zugehörigkeit spürt er sehr stark. Er spürt hier die Harmonie, du kannst es ihm geben, mit dir kann er das zusammenleben. Diese Zusammengehörigkeit, das ist das, was ihn überhaupt nicht loslässt. Weil der Gegenüber weiß, auch wenn er es nicht zugibt, zwischen euch beiden ist eine absolut gute Basis für eine gemeinsame Zukunft. Er weiß, dass er mit dir, das ist das, was er immer, immer, immer wieder spürt, dass er mit dir sein Zuhause gefunden hat. Aber er möchte dir auch dieses Zuhause geben. Vielleicht hast du immer mehr gegeben als er. Er konnte sich dir nicht öffnen. Ein ganz großes Thema. Aber hier geht es darum, dieses Zusammenkommen, dieses Zusammensein, das Ganze wieder aufleben zu lassen. Oder es allgemein aufleben zu lassen. So. Schauen wir, was wir denn noch. Dass wir ein bisschen in die Tiefe gehen bei dem Ganzen, ein bisschen mehr Details bekommen. Die tiefe Verbindung, die Verbundenheit mit dir. Dein Gegenüber möchte, das ist ein ganz großes Thema bei ihm. Und das ist das, was ihn immer wieder so dieses Zweifeln, kann er dir oder sie dir alles geben? Möchte das Ganze mit dir wieder vertiefen? Ist aber gerade sehr kritisch mit sich selbst. Und da ist auch so diese, da schabert da hapert es. Da hapert es ja an Aktivitäten. Aber deinem Gegenüber sehe ich hier, dass er ziemlich geballt mit Aktivitäten von außen ist. Beruflich, geschäftlich, je nachdem. Und es sind noch die Ängste. Diese Ängste, was ihn gerade so zurückhält, das hat aber diese Ängste, wir schauen gleich mal weiter, diese Sorgen, diese Enttäuschung, das ist aber das, was nichts mit dir zu tun hat, aber das ist das, was gerade wirklich auch zwischen euch hängt und steht. Da ist es so, da mogelt er sich selbst mal wieder raus und flunkert da auch vielleicht ein bisschen nach außen rum. Ich sage mal so die Halbwahrheit, dass er vielleicht, wenn ihr Kontakt habt, die Halbwahrheit dir sagt. Denn da ist schon sein Umfeld. Ich sage mal Behörden, Ämter, beruflich. Hier ist einiges, was da im Argen ist, was ihn massivst beschäftigt. Und du beschäftigst ihn auch. Das ist aber, wie gesagt, der Punkt, der komplett hier zwischen euch steht. Und dein Gegenüber spürt mit dir, er will dich ja glücklich machen. Das ist diese Last, die er gerade hat, möchte er nicht auf dich abladen. Und da ist immer, er ist sich gerade selbst noch unsicher. Kann er wirklich dir das geben, was du verdient hast? Weil er sieht dich als sehr wundervollen und wertvollen Menschen. Mit sehr viel Herz, sehr viel Wärme. Und er spürt auch bei dir immer so, er spürt bei dir die Leichtigkeit. Er möchte mit dir in die Leichtigkeit kommen. Er möchte dir die Leichtigkeit geben. Und da möchte dein Gegenüber hin. Die Gedanken sind definitiv bei dir. Er möchte den Neuanfang, weil er das Gefühl, die Liebe zwischen euch ist nicht vorbei. Definitiv nein, auf gar keinen Fall. Dein Gegenüber ist hier schon sehr lösungsorientiert. Beziehungsweise hapert es hier gerade noch. Das ist aber das, wo er hinkommt, was auch gar nicht mehr so lange dauert. Wir haben hier aber noch einen Störfaktor. Einen Störfaktor bei deinem Gegenüber. Dann legen wir mal rein. Und zwar ist das hier auch eine andere Frau. Eine andere Frau. Vielleicht hat er sie kennengelernt. Vielleicht ist da auch eine Partnerin, aber ich sehe eigentlich mehr kennengelernt. Kennengelernt, und jetzt schauen wir, was wir jetzt hier noch, ob das kennengelernt noch weiter bekommen. Die Kommunikation ist da, ja. Kommunikation ist da, möchte aber auch die Kommunikation mit dir. Solltet ihr keine Kommunikation haben, wird es diese definitiv wieder geben. Weil dein Gegenüber spürt bei dir, diese Seite spürt bei dir. Er ist so viel, er möchte dieses, der ist immer wieder neugierig. Vielleicht habt ihr auch euch distanziert voneinander.
Vielleicht ist es auch schon länger her, als ihr Kontakt hattet, aber diese Neugierde ist das, was ihn wirklich beschäftigt. Dieses, wie geht's dir wirklich? Weil gerade ist es so, was ich bei dieser Legung sehe, Kontakt vielleicht ja, aber nicht mehr so dieses Intensive. Dieses Intensive, dass man richtig bei dem anderen genau weiß, vom Tagesablauf zum Beispiel oder was da wirklich aktuell los ist. Und das beschäftigt dann den Gegenüber. Weil hier die Gefühle kommen immer wieder hoch. Diese Gefühle, wo er sich dann selbst sieht, damit bin ich jetzt hier wie ein kleiner Junge oder was? So dieses, boah, wie toll, ne? So dieses Flatternde, dann auch richtig dieses Nervöse, diese Aufregung, wenn es hier um dich geht. Dein Gegenüber wird die Zielstrebigkeit wieder ergreifen und auf dich zugehen. Das will er definitiv. Weil er möchte die Balance mit dir, weil er weiß, du bist so sein perfektes Gegenstück. Das weiß dein Gegenüber. Und das ist auch das, wo er hin möchte, weil mit dir weiß er, jeder Kelch ist gefüllt. Da ist nichts, was jetzt hier nicht passt, nicht stimmig ist. Und das sind seine Gedanken. Damit beschäftigt er sich. So, dann haben wir aber hier, was wie gesagt dazwischen steht. Seine aktuelle Situation. Und dann haben wir aber hier noch eine andere Frau. Diese andere Frau verunsichert deinen Gegenüber immer wieder. Er will nichts von ihr, nein. Dein Gegenüber sieht das hier, okay, Freundschaft. Ne? Das ganz normal, eine Bekanntschaft, eine Freundschaft, nichts weiter. Diese Frau hat aber hier was ganz anderes vor. Diese Frau oder dieser Mann, ihr wisst ja, Kollektiv, ist ein sehr, sehr übergreifend, sehr eifersüchtig. Sie will im Mittelpunkt stehen. Sie will die Nummer eins sein. Sie spürt aber, dein Gegenüber ist hier, vielleicht kennt sie dich nicht, weiß aber von dir. Und spürt und sieht auch, dass da noch viel mehr ist zwischen euch beiden. Und da ist so richtig, werden die Krallen ausgefahren. Sie bereitet ihm absolut Stress, Stressfaktor, Druck. Ne? Hier, da treffen, dort treffen und das. Ne? Dieses Belagern, boah, komplett. Du bist eher so zurückhaltend. Sagst nein. Gehst da auch in seiner Geschwindigkeit auch mit. Und hast immer Verständnis. Du bist es, der einfühlsame Part. Hier ist jemand ein Schauspieler. Diese Person ist ein absoluter Schauspieler, Schauspielerin. Und versucht immer nur Stress auszuüben. Ne? Vor allem dieses auf der nach vorne hin, die Falschheit, nach vorne hin dieses Schönreden, nein, ach, alles gut. Aber das wird sich auch wenden, weil die Maske wird fallen. Vor allem, weil diese Person nicht ehrlich ist, weil sie nur darauf aus ist, das zu bekommen, was sie will. Sie stellt sich sehr gern in den Vordergrund. Dein Gegenüber wird es aber auch merken. Vielleicht hat er es auch sogar schon gemerkt. Nach dieser Legung so ein bisschen so Ansätze sind auch schon da. Weil dein Gegenüber will wirklich, da ist nichts, wo ich jetzt sage, ah, hier, da, Love is in the air. Nein. Das ist einfach nur so, dieses, wie soll ich sagen, das ist wie wenn man so eine Phase auch hat, dass man zum Beispiel dann einige Wochen lang oder so Lust auf eine ganz bestimmte Süßigkeit hat oder auf irgendein Steak zum Beispiel. Was man dann wirklich fast jeden Tag essen könnte, weil das total gut ist. Und das ist das, was in diesem Moment einem jetzt wirklich gut tut und aus seiner aktuellen Situation rausholt. Wir nehmen jetzt mal Schokolade, ne? Da sind ja diese Glückshormone auch drin. Und da ist es so, bei deinem Gegenüber, da ist diese Person, ja, es ist was Neues, es ist irgendwie interessant und es ist, lenkt ab von all dieser Schwere. Aus dieser Verzweiflung, in der dein Gegenüber ist. Es ist aber nichts, wo ich sage, diese Frau könnte dir irgendwie ansatzweise das Wasser reichen. Auf gar keinen Fall. Es ist einfach nur wie so eine Flucht, die dein Gegenüber jetzt hier hat und sagt, ach Mensch, toll, und da ist ja dieser schon ein bisschen interessant und sowas, ne? Aber es ist einfach nur, es schwimmt hier nur an der Oberfläche. Er lässt sie auch nur an der Oberfläche schwimmen, weil er nichts will. Sie ja. Und da so diese Krallen und diese Tentakel, die ja ausgefahren werden von dieser Person, was ihm aber auch die Luft dann zum Atmen nimmt. Und immer wieder bist du in den Gedanken. Wenn du jetzt auch denkst, nee, ups, Karte runtergefallen, Moment. Wenn du jetzt auch immer wieder denkst, nee, wenn da eine andere ist oder so, dann will der gar nichts mehr von mir, dann denkt er auch gar nicht mehr an dich. Oh, doch.
Oh doch. Dein Gegenüber denkt mehr an dich, als du denkst. Weil du wirklich sehr stark in den Gedanken bist. Er vergleicht dir auch. Vielleicht nicht bewusst, eher unbewusst. Sie macht, was sie sagt, was. Und dann kommt irgendwann, ohne dass er jetzt da so die Tendenz drauf legt, da irgendwie zu vergleichen, kommst dann du wieder in die Erinnerung. Boah, mit ihr ist es so entspannt. Na, immer so dieses, sie nervt mich dann nicht, sie ist so entspannt, so verständnisvoll. Dieses Familiäre. Und hier geht es nur bam, bam, bam. Das machen, die Unternehmung und da und dort. Und morgen treffen wir uns. Und um die und die Uhrzeit. Also sie gibt an, sie hat hier die Führung. Das ist aber das, weil sie seine Unsicherheit greift, in der er gerade drin ist. Dieses Selbstbewusstsein fehlt hier auch gerade. Bei dieser Legung sage ich aber, es ist wichtig, dass dein Gegenüber auch diese Erfahrung macht. Ich habe hier keine Sexualität zwischen den beiden. Ich habe keine Liebe. Es ist einfach nur so dieses an der Oberfläche schwimmen und dieses, naja, ist jetzt gerade mehr so eine Ablenkung von allem, dieses, dein Gegenüber versucht dir auch krampfhaft, sich die Leichtigkeit zu holen. Kommt aber immer wieder an den Punkt, du gibst ihm die Leichtigkeit. Bei ihm ist es aber auch so, über diesen Schatten auch zu springen bei sich selbst, weil er selbst gar nicht weiß, wohin soll, wohin will. Zu dir ja. Aber da ist so viel, so ein Riesenberg Akten, die vor ihm sind, wo er sagt, oh mein Gott, wo fange ich an? Und die Arbeit und die und die, die. Das ist alles so viel. Da ist, hier sehe ich deinen Gegenüber. Es ist zu viel. Da ist null Multitasking. Und alles abarbeiten. Alles abarbeiten und dann dieses Ankommen und da erstmal den Kopf frei haben für eine Beziehung, weil dein Gegenüber sehe ich jetzt aktuell nicht bereit dafür, nicht, das ist nicht möglich für ihn, weil es so viel Last ist, dass er sagt, okay, ich fokussiere mich jetzt komplett straight auf eine feste Lebenspartnerschaft. Das wird aber wieder kommen, definitiv, die feste Lebenspartnerschaft, weil du so stark in seinem Herzen auch bist, diese Gefühle, sie haben nicht nachgelassen. Die Gedanken, in den Gedanken bist du wirklich sehr oft. Die Glücksgefühle. Und er will dich auch glücklich machen. Er will das alles hier bereinigen. Er wird wieder auf dich zukommen. Da sage ich dir nach dieser Kollektivlegung definitiv. Denn du bist wirklich sein absolutes Gegenstück. Und das ist auch das, was ich vorhin gesagt habe, das braucht es also auch diese Erfahrung, dass dein Gegenüber hier richtig aufwacht und das auch mal komplett anders sieht. Weil immer nur da, da und da und das ist vielleicht eure Liebe nie richtig gelebt zwischen euch beiden. Aber das wird wieder erwachen, aufwachen. Er wird aufwachen. Und da braucht er das. Er braucht hier richtig, bam, diesen Schlag hier rein. Dass da mal im Gehirnkastel da oben drin alles ein bisschen hier wieder sortiert wird. Wie gesagt, jetzt aktuell ist jetzt keine Intention, dass er sagt, ah, da will ich jetzt hier in deine Beziehung oder so, ne? Na, überhaupt nicht. Wenn er eine Beziehung wieder eingeht oder möchte, oder was ihn beschäftigt, mit wem er eine feste Lebenspartnerschaft eingehen möchte, dann bist du das, definitiv. Also da, so sicher wie das Amen in der Kirche. Nach dieser Kollektivlegung, wie gesagt. Und da würde ich mir jetzt an eurer Stelle überhaupt keine Gedanken machen. Na, da ist nichts. Sie will zwar die Nummer eins sein, ja, und ganz wichtig und da und ne? Sie ist aber sehr materiell auch. Sehr materiell. Du, dein Herz. Du bist einfühlsam. Und du hast dich jetzt auch ein Stück weit distanziert, aber ist auch gut so. Das ist gut so. Dein Gegenüber, wie gesagt, denkt hier die ganze Zeit an dich. Hier habe ich die Unruhe. Immer wieder dieses von ihrer Seite aus Misstrauen, Eifersucht und dieses, dieses falsche Spiel habe ich so stark. Diesen Schauspieler, definitiv. Ganz klar. Aber das Erwachen wird kommen. Und das wird auch hier wieder beendet. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier von der Tendenz haben. Ja, also da ist schon zu sehen, dein Gegenüber hat es schon schwer. Ne? Dein Gegenüber hat es schwer und hier ist noch sehr stark die Unsicherheit. Und der kommt aber an den Punkt auch,
die Verlustangst, dich komplett zu verlieren, dass du ihn komplett ausschließt. Es wird hier wieder in die Gemeinschaft zwischen euch kommen, weil dein Gegenüber wird hier voller Hoffnung auch wieder auf dich zugehen. Hat sehr stark natürlich auch Angst, die Sorge, Zurückweisung von dir zurückgewiesen zu werden. Aber diese Unsicherheit wird er definitiv überwinden. Und wie gesagt, du bist so fest in ihm verankert, in seinem Herzen, in seinen Gedanken, dass es auf jeden Fall probieren wird, weil er die Hoffnung wieder greifen wird. Und da eben sehr stark die Angst, dich zu verlieren, weil das ist, du bist sein, wirklich sein Nonplusultra. Und da gibt es nichts, was jetzt ihn davon abhält oder zweifeln lässt, dass du es vielleicht doch nicht bist, auf gar keinen Fall. Weil diese Isolation wird dein Gegenüber nämlich auch verlassen. Er meldet sich wieder. Egal, ob er dich geghostet hat oder wie auch immer. Er wird sich auf jeden Fall wieder bei dir melden, auf dich zukommen. Gerade ist es so dieser, ja, Rückzug eben auch noch. Aber das ist das, was wir hier vorne gesehen haben, am Anfang gesehen haben. Das ist das, dieses Gleichgewicht, die Balance hier wieder reinzubringen. Die komplette Wende. Er will das, diese Situation, wie sie jetzt ist, aus dieser Situation wieder raus. Und diese Phase ist hier auf dem Weg, in die nächste Phase zu gehen, in den Wandel, in die Veränderung. Und zwar seine Intention, wirklich was Festes, Bestandhaftes, weil das Bestandhaftes, weil das weiß er auch mit dir. Leichtigkeit und dieses Glück, dich an seiner Seite zu haben. Ja, es kommt definitiv ins Wachstum zwischen euch. Und das wird er auch, er wird wieder auf dich zukommen, ganz sicher. Ein langsames Wachstum wird gezeigt, weil zwischen euch ist wirklich auch diese Beharrlichkeit und dein Gegenüber wird alles Mögliche investieren, da die Verbindung zwischen euch. Eine gute Entwicklung wird gezeigt zwischen euch und das wünscht sich dein Gegenüber und genauso wird er auch auf dich zukommen. Denn zwischen euch kann, wenn du es möchtest, wenn du es zulässt, die Liebe wieder langsam erblühen, aufblühen, komplett in das Wachstum wieder gehen. Es wird eine Veränderung gezeigt. Was ich euch hier gesagt habe, dass diese Phase wird beendet und die nächste Phase beginnt. Und diese Phase, in dieser Wandel, die Wende komplett. Das, wie es jetzt ist, wendet sich komplett in diese Beständigkeit, in die Veränderung. Denn ein Miteinander ist hier wirklich, das beschäftigt deinen Gegenüber sehr, sehr, sehr stark. Hier geht es auch, was eure Verbindung betrifft, auch in die Beständigkeit. Ja, es ist schon ein bisschen die Geduld. Ne? Das ist vielleicht auch bei dir der Punkt, wo du sagst, boah, mein Geduldsfaden ist irgendwie, ne? Wie ich es ja vorhin gesagt habe, da ist gar nichts mehr, aber du bist tiefer in seinen Gedanken, in seinem Herzen, als du dir vorstellen kannst. Und es kommt wieder ins Wachstum. Dein Gegenüber schaut sich das auch an. Und an diesen Punkt wird er kommen. Wie gesagt, diese Phase braucht es hier, um dass es komplett beständig gehen kann. Und diese Beständigkeit zwischen euch ist so intensiv, so fest, dass man dann nicht sagt, okay, es sind nur ein paar Wochen und dann rutscht wieder weg. Nein, auf gar keinen Fall. Wachstum, Veränderung, Neubeginn, der Wandel, die Veränderung. Und das wird zwischen euch gezeigt. Also nichts ist so, wie du es jetzt vielleicht siehst, wo du denkst, nee, da ist gar nichts mehr. Fühlt euch ganz lieb und fest von mir umarmt. Und habt noch einen wundervoll schönen Tag, ihr Lieben. Tschüss!